Gusto, die 3070 ist definitiv eine Karte, die okay ist. Ich behaupte einfach mal für deine Verhältnisse so oder so. Für die Games, die du zockst. Und ja, da kannst du eine Menge mitmachen und die wird auch erstmal eine Weile halten. Solange nicht auf Full 4K und RTX und was weiß ich nicht alles Maximum einstellst, glaube ich, sollte sie definitiv ausreichen. Ja, Silver, das kann ich verstehen. Es geht mir immer genauso. Weißt du, bei dir läuft's alles, denkst du, okay, alles problemlos. Und dann hat man aber trotzdem so im Hinterkopf nicht, dass du jetzt verkaufst oder weggibst und dann macht das Ding nur Probleme oder sonstigen Shit. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, geht mir immer genauso. Ey, so, warte mal, gehen wir. Ich möchte hier nochmal kurz runter. Wasser sieht auch sehr schön aus, obwohl es für meinen Geschmack ein bisschen zu klar ist. Ich denke mal, wenn wir da runter fliegen, sind wir down. Okay, à la Tomb Raider hier. Ja, ist richtig, naja. Ja, bei sowas weiß ich nicht, aber ja, weiß nicht, schwer zu vergleichen. Auto mit einem Rechner oder sowas ist immer so. Ein Rechner benutzt ja in dem Sinne nicht so. Ein Auto, wie du schon selber schreibst, Gustav, ist immer so eine. Oh, was denn jetzt so? Gegner schreckt die Rot. Die Rot sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rotaktionen durchzuführen. Muttropfen können sich in der Welt bilden, okay. Sammle Muttropfen mit deinem Impuls, LW. Oder berühre sie, um schneller Mut aufzubauen. Power-Mash-up hier. Zack. Die Rotz sind bereit. Sie können Todeszonenherz zerstören oder Feinde binden. Drücke X, um die Rotz schnell auf ein Objekt in der Umgebung zu schicken. Halte den linken Trigger, um zu zielen, drücke dann X, um Gegner zu binden. Oh, das ist ja geil, das ist ja praktisch. So, jetzt hier den Trigger. Ja. War doch mit X, oder? Okay, jetzt reicht. Schnell zur Folge. Bin ich eben zu blöde angestellt? Das war doch linken Trigger und den X drücken, gell? Okay, die machen mir trotzdem Aua. Die wahrscheinlich auch. Ach so, guck mal. Zack. Ich hab das gar nicht mitbekommen, dass da zwei sind. Silver, dann wirst du ja gar nicht wissen, was du den ganzen Sturmpreis-Wochenende machst, oder? Gusto, ich nutze den Xbox One Controller hier noch. Ich wollte mir eigentlich den neuen holen. Wie Series X und S, aber. Der ist mir ein bisschen zu teuer dafür, dass der hier noch wunderbar funktioniert. Bin ich zu geizig. Ich habe meinen Kabellosen jetzt entsorgt. Den wollte ich meinem Sohn mitgeben. Aber irgendwie hat da dann auf einmal auch so ein Ding, wie wir gerade das Thema haben. Nachdem ich ihm, also bei mir ging er noch problemlos. Nachdem ich ihm den mitgegeben habe für seinen Rechner, ging irgendwie der rechte Trigger nicht mehr. Aber gut, das war nicht verkauft. Das war geschenkt. Von daher Pech.
Ja, und jetzt habe ich dir entsorgt und mir hier den Xbox One angelacht. So, die Rod können bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Drücke X, um die Rod am Objekt aufheben zu lassen. Haben wir gemacht. Sag den Rod, wo sie hin sollen, indem du linken Trigger zielst und dann mit X drückst. Dahin. Ist ja schon niedlich. Aber da wollen wir bestimmt nicht hin, wir wollen bestimmt irgendwo anders hin. So, wir lassen euch mal da kurz stehen. Machen die kaputt? Ach, die mampfen die Dinger. Schön, ich dachte, die sind irgendwie für uns. Scheinbar nicht der Fall. Sü. Aber ich würde. Ach so, guck mal. There. So, ihr kleinen Männchen, kommt der hier. Spiel ist schon geil. Hat was. Wollte es eigentlich auf der Couch genießen. Zack, abstellen. Und vom PC auf den Fernseher streamen. Aber ich bin doch ganz zufrieden, dass ich jetzt von hier mache. So. Boah. So, wie kriege ich dich auf? Einfach mit Y. Zack. Wie die Chest. Aber das war jetzt kein Mut, wa? Was waren das denn jetzt für Kristalle? Servus, Rizzoa. Alter, ich habe nicht zugelegt. Ich habe bloß eine andere Sitzposition. Ich sitze gerade ein bisschen gechillter. Deswegen liegen die Wangen weiter unten auf meinem Hals auf und der Rest ist etwas angehoben. Alt und fett geworden, dir helfe ich gleich. So, guck mal hier. Kenny, die tragen sie nicht. Was ist jetzt hier passiert? Gar nichts. Hamsterbacken habe ich immer. Egal, ob mit 70 oder mit 80 oder 90 Kilo. So, komm. Ist jetzt die Frage, hüpfen wir da drüber oder gehen wir erstmal hier lang? Wir gehen erstmal hier die Seite lang, wa? Ne, warte mal, ging es hier lang? Ich hatte hier doch eben irgendwo was. Ne, hatte ich nicht. Oh. Ihr verwirrt mich schon hier. Ihr Knalltüten. Anzeigefehler, Silber, Anzeigefehler. Huh. Oh, Ritter war auf Diät oder was? Oder ist er auf Diät? Bring. Wenn ich den sage, so, zack. Nee, es wurde markiert, geht natürlich nicht. Okay, keine Ahnung wie oder warum. Ach, guck mal, hier ist noch. Ätschestchen. Fessel. Ich brauche eher natürlich die Feinwaage, Silber. LKW-Waage, bitte. Würde ich jetzt aufrecht sitzen, ne, würde man nichts sehen.
Guck mal, ich vermisse es, die kleinen Viecher zu sammeln. Oh, hier kommt doch gleich wieder so ein Herz. Sele, machen wir es kaputt hier. Oh. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Okay, sieht so nach dem ersten Boss aus. LB. LB und ich drück LG. Verstehst du? Qua? Okay. Boah, wir haben ihn geblendet. Krass, oder? Die machen wir jetzt richtig knackig. Zack. Und geblockt am Arsch hier. Und ausgewichen. Ausweichen macht mehr Bock als parieren. Okay, dann kannst du. Ich glaube, unten links ist unser Leben, gell? Ich glaube, da haben wir nicht mehr so viel von. Hier darf ich auch nirgendwo. Oh, gegenrennen. Okay, den machen wir doch nicht so nackig, aber er hatte nur noch halb Leben. Ja, deswegen soll man blocken, aber ausweichen ist stylischer, Ritzer. So, komm nochmal auf Neues. So, kennen wir jetzt. Ja, aber alle guten Dinge sind drei, jetzt machen wir es hier. Ja, ja, komm. Zack. Guck mal, das Ding ist, das Schild muss ich auch irgendwie aufladen. Ach, da unter meiner Lebensleiste. Guck mal, da ist nochmal eine Anzeige. Wie das Schild. Guck mal, jetzt war er sogar benommen, nachdem er da... hat uns weggefetzt. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt schaffen wir ihn. Jetzt kriegt er eine Klatsche. Habt ihr diesen mächtigen Sprung gesehen, Jungs? Und. Boah, ja, jetzt haut er natürlich zweimal, oder was? Na komm. Ja, der haut noch ein, ja, jetzt haut er ein zweites Mal. Zack, die Dinger eingesammelt hier. Kriegen die kleinen Gnome ein bisschen Mut zugesprochen. Wenn du so weitermachst, dann hole ich mir das Game und überhole dich. Ja, das könnte sein. Ah, bloß auf. Ja, warte mal kurz nach der Sequenz.
come out. It's safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name is Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. So, wir sollen den Kleinen helfen, damit sie uns den Weg zum Bergschrein zeigen. Ja, Silver, ich habe Wilhelm gezockt. Ich habe Wilhelm sogar eine ganze Weile gezockt. Keine Ahnung, müsste es mal bei Steam gucken, wie lange, aber ich würde behaupten, 50, 60 Stunden mindestens. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tarl and we'll take you to the mountain shrine. Woohoo! Come on, our village is this way. Was sind das eigentlich immer für Pilze, die hier kommen? Ach, wir haben drei. Das ist bestimmt so eine Art wie bei Super Mario, diese Flagge war als Zwischenstopp. 70 Stunden. Nee, Wilhelm ist tatsächlich was, was ich gezockt habe. Also Spiel geöffnet und sofort immer losgelegt habe. Weil so einen Suchtfaktor hatte. Ich bin aber leider nicht ganz durchgekommen. Ich habe die... Warte mal, ich glaube 7 Bosse oder sowas gab es, war. Und ich glaube, ich habe 3 auf jeden Fall, wenn nicht sogar den 4. mit besiegt. Den Hirsch zum Anfang, diesen komischen Schleimtypen da in den Sümpfen, wo auch die Gruften sind. Diesen großen Treant, diesen Waldschrat oder was das da war und noch irgendein Fliegeviech. War gerade mal der Prolog und ich bin schon zweimal beim ersten Boss gestorben. GG, kann nur noch besser werden. Silver, muss ich mich ganz ehrlich anschließen? Ich auch. Ich habe, wenn du sagst 70 Stunden steht da, würde ich behaupten, ich habe 40 normal gespielt und dann ein bisschen nachgeholfen. Alleine, weil mir das Farmen mit dem Hin- und Herlaufen dann immer auf den Sack ging. Da habe ich mir da bessere Werkzeuge erstellt und dann war... Schön, statt jedes Mal reparieren zu müssen nach 4-5 Bäumen und hast du nicht gesehen. Sieht schon geil aus, ne? Wobei ich sagen muss, es hat nicht so diesen Effekt wie bei Ghost Recon Wildlands oder so, diese Tiefsicht. Sieht eher so aus wie hinten so ein Gemälde. Die ganzen Bäume sehen aus, samt Berg da wie so ein Bild, was hinter die Gebüsche hier gepappt wurde.